haben ja auch 2021 neue Schulden in Höhe von fast 180 Milliarden Euro. Schulden bedeuten. Es bedeutet natürlich die Belastung künftiger Haushalte. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da hin. Ich will an der Stelle allerdings sagen, wir sollten hier sehr realistisch an die Dinge herangehen. Wir werden im ersten Quartal 2021, und das ist nochmal das Winterquartal, noch nicht so viele Impfungen durchführen können, dass wir eine signifikante Veränderung sozusagen in der Bevölkerung sehen werden. Mehr als im November 2019, das sind 519.000. Wir haben Regelungen getroffen, dass Weihnachten, Familienfeste möglich sein sollen, aber ich appelliere an jeden, wirklich hier vorsichtig zu sein. Und ich sage es auch nochmal, ich habe es schon öffentlich gesagt, ich sage es auch hier nochmal, ich halte die Öffnung von Hotels für die Übernachtung von Verwandten für falsch, weil sie wieder Anreize schafft, die vielleicht nicht notwendig sind. Aber das ist jetzt mal etwas, was wir nicht mehr überwinden werden. Ich halte es auch für richtig, die Schulen in dieser Zeit entweder durch Verlängerung der Ferien zu schließen bis zum 10. Januar oder aber Digitalunterricht zu machen oder was auch immer. Das ist egal. Wir brauchen aber Kontaktreduzierung. Und ich sage Ihnen, was mir jetzt Sorge macht, und darüber müssen wir in den nächsten Tagen sehr schnell sprechen, das ist die Entwicklung im Augenblick. Auch wieder oder nicht wahrscheinlich zurückkehren werden zum Pariser Abkommen. Das heißt, es ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Morgen wird der Europäische Rat stattfinden.